Hallo, mein Name ist Patrick oder Jenga. Und heute, ich mache was für euch in Deutsch. Und zwar, ich möchte mit euch über Indianerflöten sprechen. Hier von meiner Hängematte im Dschungel von Peru. Ich lebe hier und es gibt ganz viele Flöten in meiner Nähe. Und viele dieser Flöten kommen von meinem guten Freund Andreas in Deutschland von Purklang. Die Flöten von Andreas sind besonders schön für mich, weil er macht viele verschiedene Arten von Flöten. Was ist so schön an diesen Indianerflöten oder pentatonischen Flöten? Sie sind sehr einfach zu spielen und sie bringen sehr viel Freude. Sie bringen eine schöne Verbindung mit sich selbst. Man kann meditieren, sein Bewusstsein erweitern und einfach auch Spaß haben, diese schöne Musik zu teilen. So, und jetzt zeige ich euch mal ein paar Flöten und wie die klingen. So, die erste Flöte ist so eine klassische oder Standardflöte, die der Andreas baut. Und die Flöte ist auch ganz einfach zu spielen. Man kann zum Beispiel einfach sich vorstellen, man ist hier in den Bergen oder hier im Dschungel. Man schließt die Augen und man lässt die Flöte einen inspirieren und die Klänge von der Flöte bringen. So, das ist zum Beispiel eine Standardflöte. Und ihr seht schon, man kann hier sehr tief gehen in sich selbst. Die nächste Flöte, die ich euch zeige, ist ganz besonders. So, nicht nur, dass es ein spezielles Holz ist und sehr schön gemacht. Es hat auch ein spezielles Geistestier oder ein Totem. Und das ist einer meiner Liebsten natürlich, der Delfin. Dazu kommt, dass diese Flöte ein bisschen anders gemacht ist, eine andere Art von Pentatonik, so auch anders zum Greifen. Aber das Schöne ist hier, das ist ein 432 Hertz, also ein Miracle-Ton. Und was hier sehr schön ist, es ist eine positive Pentatonik. Und das heißt auch, dass man hier sich auf verschiedene andere Dinge einstellen kann. Diese Pentatonik ist mehr verspielt und leicht. So, und jetzt zeige ich euch, wie man mit der Flöte hier spielen kann. Und es geht weiter mit den speziellen Flöten. Diese Flöte nennt sich ein Drone. Und Drone bedeutet, dass es zwei verschiedene Klänge hat. So, man hat einen Unterton und was man spielt. Und diese Drone ist natürlich auch speziell und schön gemacht bei dem Andreas. Und dieses Mal mit einem Kristall. So, für mich diese Flöte symbolisiert viel Kreativität, viel Einstimmung, viel Verbindung. So, ich werde sie gleich für euch spielen, damit ihr das mal hören könnt. Und jetzt verbinde ich mich hier mit meiner Welt, den Bergen, den Pflanzen und den Tieren. Ich stimme mich ein
Ich verbinde mich und ich spiele die Trom. Andreas baut auch wunderschöne Ocarinas. Sieht toll aus, ist sehr klein und hat auch einen super, super Klang. Diese Ocarinas kann man in verschiedenen Pentatonen spielen. So, ich spiele jetzt was und mit dieser Ocarina heute, ich gehe in mich selbst, in die Leichtigkeit in mir. So, lass uns sehen, was die Ocarina für mich hat. So, lass uns hören. Zeige ich euch für heute die letzte Flöte und das ist auch eine ganz besondere Flöte. Diese Flöte ist wie Bambus gemacht, ist aber kein Bambus und das Schöne an dieser Flöte ist, es ist eine arabische Stimmung. So ganz was anderes, als ihr bisher gehört habt. Und wenn ich mich auf die arabische Flöte einstelle, dann denke ich immer an die Geschichten aus 1001 Nacht. So in dieser Weise, es ist wie eine Meditation, die uns in eine andere Welt bringt, die uns hilft, andere Dinge zu sehen, uns aufzumachen. So stimmt mit mir ein auf die Geschichten von 1001 Nacht. Ich hoffe, ihr versteht ein bisschen was jetzt von Flöten und wie schön es ist, die wunderschönen Klänge und die Pentatonik zu erfahren, zu sich selbst zu finden, sich auszuweiten, verschiedene Dinge in verschiedenen Weisen zu erfahren. Und was wirklich schön ist, der Andreas, das ist einer der wenigen, die ich kenne, die wirklich verschiedene Pentatonen machen, die verschiedene Tonarten zubereiten und natürlich auch die verschiedenen Geistestiere und auch Kristalle. So, ich hoffe, das hat euch heute gefallen und wenn euch das gefallen hat, sagt mir Bescheid und ich mache mehr. Bis bald aus dem Dschungel.